Born in an impoverished family, Friedrich Trumpf, or Frederick Trump, initially worked in a barber's shop. But he had heard of the land of milk and honey from his sister, who had already migrated to the United States. The boy, approaching adulthood, ran away, boarded a ship, and sought refuge with his sister's family in New York. 20 years later, he returned to Germany, only to fall in love with Elizabeth and marry her. The couple left for America, but Mrs. Elizabeth Trump was not impressed. In the voluminous archives of Germany's state of Rhineland-Palatinate, Franz Meyer, who heads the department, tells us the story. Es war aber dann so, dass im Jahr 1902 eine Reise in die Heimat unternommen hat, dort eine Frau in seinem Heimatort kennengelernt und geheiratet hat. Mit dieser Frau ist wieder nach Amerika. Die Frau hat das Leben dort aber nicht so schön gefunden. Sie hat dort etwa 2 Jahre ausgehalten und hat dann offensichtlich den Wunsch geäußert, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und das war der Grund für Trump, mit seiner Frau zusammen dann 1904 nach Deutschland zu reisen und sich dort um die Wiedereinbürgerung zu bemühen. But what was the real reason for the land of his birth to reject him? Die Behörden in Bayern haben großen Wert darauf gelegt, dass Auswanderer sich ordnungsgemäß abmelden, sich eine Genehmigung einholen für die Auswanderung, vor allem dann, wenn sie noch keinen Militärdienst abgeleistet hatten. Wenn Leute ohne Genehmigung auswanderten, dann hatte das zur Folge, dass ihnen die Wiederansiedlung in Bayern nicht gestattet wurde. Damit wollte man eben die Leute abschrecken, ohne Genehmigung auszuwandern. In other words, and by emigrating to the United States at age 16, young Frederick Trump had been a draft dodger. His repeated petitions for repatriation were dismissed and the couple sent back to the United States. The rest, as they say, is history. Bureau Report, Vyond.